Okay, also, kurz zur Erklärung für die Leute, die das später auf YouTube sehen werden, weil ich werde das hochladen. Ich werde das hochladen. Ganz klare Sache hier. Ganz klarer Bums. Ich bin gerade live auf Twitch und Leute haben mir gesagt, hey, Julian hat auch eine Analyse, eine Analyse auf Hit 'em Up von John Weber gemacht, so, ne? Mehr oder weniger, weil Julian natürlich auch mit drin erwähnt worden ist in Hit 'em Up. Den Teil habe ich mir nicht im Video bei dem Eierkindes gegeben, weil ich war schon kurz vor Nervenzusammenbruch. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte wirklich nicht mehr. Und der Chat hat mir jetzt aber gesagt, wir sind gerade live. Twitch, kommt gerne vorbei. Wichtig und richtig. Link ist in der Beschreibung. Der Chat hat mir gesagt, hey, gib dir gerne mal die, ich nenne sie jetzt mal HS-Analyse von Julian auf Hit 'em Up, Bruder. Und ich weiß, wie Julian teilweise unterwegs ist. Und wenn er jetzt selber in einem Song, das ist ja nicht mal so, das ist schon schlimm, also was ist schlimm genug? Ist, ich denke mal, Julian wird hier und da immer mal wieder erwähnt, so auch in JBB-Runden. Das ist nicht mal das Schlimme. Die Art und Weise, wie er erwähnt worden ist, mit so einem enormen Taktproblem, das ist so kracht, Bruder. Das ist so, das Takt, Digga, das Taktproblem habe ich bis hierher gehört, ohne Scheiß. Das hat so gekracht, Junge. Die Art und Weise, wie er erwähnt worden ist. Ich glaube, das, Digga, das triggert ihn zu Tode. Und das schauen wir uns jetzt an. Ehremann hat das Ganze re-upgeloadet, weil eigentlich so gut wie nichts mehr, auf was ich reagieren möchte, ist irgendwie noch offiziell online auf YouTube. Deswegen muss ich nach irgendwelchen verkackten Re-Uploads schauen. Aber gut, 16 Minuten 43, wir geben uns das, Digga. Ich hoffe, ich lach mich tot, Digga. Ich sag euch ehrlich. Das ist so eine Reaktion. Ich habe richtig Bock auf diese Reaktion, Chat. Ich habe richtig Bock, Abfahrt. Bruder, wie Eierflatter muss John Weber vor dieser Analyse gehabt haben. Hieß die im Original auch HS-Analyse? Oder hat er re-uploaded es einfach so in die Kommentare, in den Titel geschrieben? Sie hieß auch so? Okay. Wir haben uns heute hier versammelt, um ein Stück Scheiß unter die Erde zu bringen. Ein Stück ich muss mich echt, Digga, wenn ich jetzt schon anfange zu lachen. Das wird eine endlose Reaktion. Okay. Scheiße mit dem Namen John Weber, a.k.a. talentfreier, jämmerlicher Bastard, der niemals etwas in seinem Scheißleben erreichen wird. Die meisten werden sich jetzt verständlicherweise fragen, wer? Wer war das nochmal, Chat? Wer war? Macht der Musik? Ah, der rappt so routiniert, habe ich gehört, ne? So richtig, der rappt so richtig routiniert. Ah, Bruder. Ah, links Newcomer, rechts, ja, weiß ich nicht. Newcomer, ne? Newcomer. Talentfreier, jämmerlicher Bastard, der niemals was in seinem Scheißleben erreichen wird, war Teil von der von San Diego gegründeten Rap-Crew Money Rain. Nachdem San Diego Money Rain verlassen hatte, hat talentfreier, jämmerlicher Bastard, der niemals was in seinem Scheißleben erreicht... Wenn er das so komplettes Video durchzieht, wenn er nicht John Weber sagt oder John oder Weber oder was weiß ich, sondern immer nur talentloser ne, Wörter, die ich jetzt so nicht benutzen möchte. Wenn er das wirklich so die 16 Minuten durchzieht, Digga, das packe ich nicht. Wird weiterhin so getan, als würde Money Rain existieren, damit er mit einem Namen arbeiten kann. Echt jetzt? Hat er das weiterhin so gezogen, obwohl Sunny weg war, oder was? Wird weiterhin so getan, als würde Money Rain existieren, damit er mit einem Namen arbeiten kann, den San Diego bereits etabliert hatte, weil sich kein Mensch auf diesem Planeten für talentfreier, jämmerlicher Bastard, der niemals was in seinem Scheißleben erreichen wird, interessiert. Er hing also immer noch an den Eiern von San Diego, obwohl der Penis schon längst das Land verlassen hatte. Irgendwie hat er es dann geschafft, den nicht talentfreien Rapper Yuri dazu zu bewegen, an dieser homosexuellen Autotune-Koalition teilzunehmen, zumindest für... Digga. Wie gesagt, die Analyse ist krass als Sunny. Digga. Also, das Sunnys Diss-Track, dann Sunnys Diss-Track, Eierkindes, wurde zum Ende hin schon sehr sportlich und schon sehr, sehr, sehr hart und sehr krass. So wie sich aber die erste Minute hier gestaltet, steht das in keiner Sekunde irgendwie dem Diss-Track nach. Eine gewisse Zeit. Doch sowohl Yuri als auch San Diego haben sich schon lange von John Weber abgewendet, weil er eine hinterhältige, famegeile Fotze ist. Talentfreier, jämmerlicher Bastard, der niemals was in seinem Scheißleben erreichen wird, behauptet von sich selbst, er wäre der CEO von Money Rain. CEO bedeutet Chief Executive Officer, also so viel wie Geschäftsführer. Er halluziniert sich da also sowas ähnliches wie eine Karriere zusammen, weil... Das ist auch Prime Julian gewesen damals, ne? Ihr habt es, glaube ich, schon im Chat geschrieben, es war auch Prime Julian damals. Damals hat man die Analysen, man muss es halt so knallhart sagen, heutzutage diese Octa-Battle-Analysen sind halt... Nix Hypes und nix ganz so. Wisst ihr, was ich meine?
Damals hat man sich auf die Analysen noch richtig gefreut. Und gerade auf die, glaube ich. Erotisches Standbild, ich mach weiter. Also so viel wie Geschäftsführer. Er halluziniert sich da also sowas ähnliches wie eine Karriere zusammen, weil er mal an San Diego dran war. Weißt du, was noch an San Diego dran ist? Seine Arschhaare. Und mir ist noch nie zu Ohren gekommen, dass seine Arschhaare behaupten würden, sie wären der CEO von irgendwas. Du bist nicht mal der Hausmeister von Money Rain. Halt deine Fresse. San Diego hat 10 Jahre die Texte von John Webber geschrieben, er hat ihm die Texte dann noch vorgerappt, die selbstverständlich falsch nachgerappten Spuren dann noch stundenlang in den Takt geschoben, ihn abgemischt. Digga, das, ich hab das in der Eierkindsreaktion gesagt, ne, das ist so ein Geficke. Ich hab die neue Octa-Battle-Analyse nicht gesehen, nein, ich möchte sowas auch nicht sehen. Vorgerappt, die Das ist so ein, es ist sehr altes Pro Tools, glaube ich, aber das ist so ein Geficke, wenn jemand das nicht ordentlich vernünftig einrappen kann, mal nicht 4 oder 8 Zeilen mal am Stück einrappen kann, sondern immer wieder irgendwelche Timing-Probleme hat, wie es der gute, ich nenne ihn jetzt mal beim Namen, John Webber, offensichtlich hat, ne, öfter mal. Das ist so ein Geficke, das später zusammenzuschneiden, glaubt es mir. Selbstverständlich falsch nachgerappten Spuren dann noch stundenlang in den Takt geschoben, ihn abgemischt, gemastert, ihm Kollega vorgestellt, ihm Features mit Kollega ermöglicht, ihm CD-Releases ermöglicht, er hat ihm sogar seinen Namen gegeben. Früher hieß talentfreier, jämmerlicher Bastard, der niemals was in seinem Scheißleben Spurty erreichen wird, nämlich Spurty. Spurty. Ja, Bruder, ist schon ein bisschen alt. Also, weiß ich nicht, ist wie so ein, weiß ich nicht, bei irgendeinem kostenlosen Spiel im App Store könnte Spurty ein guter App-Name sein, so. Was ist das denn für ein peinlicher Name, du peinliches Opfer? Das klingt ja fast wie Bird, du Vogel. Man findet genau bis 2010 noch Songs von diesem Vogel Spurty. Und das liegt daran, dass er danach Chat, bitte, fragt mich niemals in meinem Leben, ob wir darauf reagieren wollen. Du willst es ehrlich. Bruder, bitte, bitte nicht, Alter. Wurde. Ja, ihr habt richtig gehört. Er hat sich nicht umbenannt, sondern er wurde umbenannt. In echt heißt er Johann Weber und dann haben San Diego und Kollege am Studio bei den Arbeiten an Boss Aura zwischen 2010 und 2011 aus Johann Weber John Webber gemacht. Ein Ehre... Zu Halloween vielleicht? Okay, ist verhandelbar. Ein loser Hurensohn war geboren. Nur scheiße, dass auf seinem Unterarm immer... Das war krass. Hat man auch bei einem Eierkind, hat Sunny das auch gesagt und man hat es auch gesehen teilweise, dass halt Spurty immer noch auf dem Unterarm steht so. Ist halt auch dumm, ich sag dir ehrlich. Und noch Spurty tätowiert ist, ein Name, für den er sich heutzutage in Grund und Boden schämt, weil er fast genauso peinlich ist wie der Typ an sich. San Diego hat ihm jede Tür geöffnet, durch die er jemals durchgegangen ist. San Diego hat ihn gecoacht, ihn erschaffen und ihn getauft. San Diego ist also in jeder Hinsicht Johann Webers Vater. Warte. Theorie. San Diego ist eigentlich John Webber. Aha. San Diego ist eigentlich John Webber, meine Freunde. Nun bringt talentfreier, jämmerlicher Bastard, der niemals etwas in seinem Scheißleben erreichen wird, einen Diss-Track gegen seinen eigenen Vater, gegen seinen Ex-Partner Yuri und gegen mich, der sich öffentlich noch nie zu ihm geäußert hat. Es gibt ein... John Webber Sponge? Nein, Digga. Ach du Scheiße. San Diego ist so 100% John Webber. Scheiße, Digga. Einfach überhaupt keinen Grund, warum er mich disst. Was ist seine Motivation? Sogar... Stimmt. Habe ich auch nicht so, ich bin auch so ganz, nicht so ganz oder nicht so lang drin, diese ganze JBB-Schiene, aber ich weiß bis heute nicht, warum auf Hit 'Em Up halt auch Julian erwähnt worden ist. Yuri, okay, hat auch ein Rap-Business, hat auch JMC und so weiter mal mit, Yuri war bei der JMC, glaube ich. San Diego sowieso, okay, versteht man, aber warum Julian, Bro? In der San Diego-Analyse überhaupt keinen Grund, warum er mich disst. Was ist seine Motivation? Sogar in der San Diego-Analyse habe ich ihn nicht einmal erwähnt, was daran liegt, dass ich nicht mal wusste, dass er existiert. Obwohl ich Songs von San Diegos und talentfreier, jämmerlicher Bastard, der niemals was in seinem Scheißleben erreichen wird, gemeinsam im Kollabo-Album Money Rain Entertainment dafür benutzt habe. Talentfreier, jämmerlicher Bastard, der niemals was in seinem Scheißleben erreichen wird, hat eine besondere Gabe. Obwohl er existiert, schafft er es trotzdem, eine Nicht-Existenz zu simulieren. Eigentlich müsste er ein erfolgreicher Atomphysiker sein, weil er schafft ein absolut Sponge ist John Webber und gleichzeitig hochbegabter Atomphysiker. Bruder. Konzentriert es, nichts zu erzeugen, nämlich sich selbst. Aber es handelt sich dabei um ein Paradoxon, denn er kann niemals ein erfolgreicher Atomphysiker sein, weil er niemals in irgendetwas Erfolg haben wird. Und da liegt auch die Antwort. Jetzt komme ich nicht mehr mit. Jetzt bin ich raus. Denkt, wenn er eine der meistgarsten Personen auf der Welt ist, ich habe fast so viele Hater wie Hitler, dann... Oh.
das überhören wir einfach. Die Antwort. Er denkt, wenn er eine der meistgarsten Personen auf der Welt ist, ich habe fast so viele Hater wie Hitler, dann könnte er Fame und Erfolg abgreifen. Okay, Fame gebe ich dir heute. Aber Erfolg, nicht so ganz. Wollen wir doch mal sehen, was Talent... Bruder, ich weiß nicht auch, was sein Ziel mit Hit 'em Up war. Also, ne, sei mal dahingestellt. Aber Erfolg, weiß ich nicht, Fame, kurze Zeit durch dieses Video, durch Hit 'em Up, durch vielleicht auch... Er hat viel mehr Aufmerksamkeit durch, keine Ahnung, den Eierkind Diss später bekommen, als irgendwie, keine Ahnung, durch den eigentlichen Diss an San Diego mit Hit 'em Up. Aber Erfolg hat es ihm in keiner Weise irgendwie eingebracht, glaube ich. Gebe ich dir heute. Aber Erfolg, nicht so ganz. Wollen wir doch mal sehen, was talentfreie, jämmerlicher Bastard, der niemals was in seinem Scheißleben erreichen wird, da so hingekackt hat. Bestimmt ein Haufen Scheiße. Aua. Das bahnbrechende Meisterwerk von talentfreie, jämmerlicher Bastard, der... Digga, wenn ich schon wieder diese Szene sehe, ne? Digga, ich höre schon wieder diesen Flow. Diesen sehr unrunden und... Bruder. Ah, scheiß drauf, Digga. Scheiß, wir haben es alle gesehen, wir haben es alle gehört. Wenn ich das schon wieder sehe. Niemals was in seinem Scheißleben erreichen wird, heißt... Hit 'em up. Bastard. Bastard. Auch das Ding Hit 'em up zu nennen, Bruder, das ist halt, ja, scheiß drauf. Ohne Scheiß, es ist kein Problem, dass uns das wirklich nicht. Keiner hat was dagegen. Wir haben uns sogar gefreut, wir haben uns die Hände gerieben, wir haben gedacht, geil, 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 das wird richtig funny, Alter, weil du so ein wackes Ultra-Opfer bist. Das wird bestimmt richtig funny, weil du so ein wackes Ultra-Opfer bist. Wurde das Ding damals groß angekündigt oder war Hit 'em up auf einmal da? Das würde mich sehr interessieren, dass man auf einmal gedacht hat, wow, was passiert jetzt? Oder wurde das es wurde bestimmt groß angekündigt. Wir haben uns die Hände gerieben, wir haben gedacht, geil, 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 das wird richtig funny, Alter, weil du so ein wackes Ultra-Opfer bist. Aber warum, musst du Tupac damit reinziehen? Hit 'em up, war das wirklich notwendig? Der dreht sich nicht nur im Grab um, der rotiert im Grab, der macht Schrauben im Grab, der macht Bodenton im Grab, Flickflacks und Pirouetten, du jämmerlicher... Der Diss entstand, dass sich John Webber und John Webber von Yuri und San Diego verraten gefühlt hat. Okay, haben sich nie ausgesprochen. Okay, wurde angekündigt und im Teaser waren schon Flowfehler. Im Teaser waren auch schon Flowfehler oder was? Ach du Kacke, Junge. Bodenton im Grab, Flickflacks und Pirouetten, du jämmerlicher Bastard. Musste das wirklich sein? Hit 'em up, bitch! Bastard. Was einem sofort auffällt, ist, dass der Kameramann unglaublich gut gearbeitet hat. Ich meine, wie hat er das überhaupt gemacht? Man kann talentfreier, jämmerlicher Bastard, der niemals was in seinem Scheißleben erreichen wird, tatsächlich erkennen. Eigentlich müsste sein Gesicht komplett schwarz sein, weil er so krass in San Diegos Schatten steht. Talentfreier, jämmerlicher Bastard, der niemals was in seinem Scheißleben erreichen wird, führt nämlich ein sehr schattiges Leben, weil San Diego ihn in jeder Hinsicht um das 1-Milliardefache übertrifft. Aber mal Spaß beiseite. Also, nicht das mit dem Schatten war ein Spaß, sondern dass das Kamerateam gut gearbeitet hat. Das Video ist nämlich richtig krasse, low-budget, amateurhafte Fremdschirm-Scheiße der untersten Schublade. Aber ich finde gerade diese Opening-Szenen mit dem LKW und wie dann Sponge in Anführungsstrichen rausgezogen wurde und mit der Waffe bedroht worden ist und auch diese ganzen Szenen zwischendrin, diese Slow-Mo-Fahrten. Ich fand, also erstens wurde das dem Rap in keiner Weise irgendwo gerecht. Das war einfach, keine Ahnung, Video war overpowered für den Rap-Skill, sag ich mal so, ne, human gesagt, ohne jetzt irgendwie beleidigend zu wirken, weil wir haben hier in dem Video schon genug Beleidigung. Ich werde das sowieso im Leben nie grün kriegen, hundertprozentig nicht. Und ich fand das Video an sich halt overpowered für das, was er gerappt hat am Ende. Aber ich fand das Video nicht bad so. Und ich meine wirklich die unterste Schublade, da wo die Pornos liegen. Da liegt voll die krass spannende Musik drunter und es passiert einfach nichts von Bedeutung. Und das 3 Minuten lang. Es ist langweilig und scheiße gedreht und langweilig. Okay, die Dialoge waren ein bisschen cringe. Ich und scheiße gespielt. Und John Webber ist ein Hurensohn. Es gibt dieses typische, wir entführen Leute, foltern und erschießen sie dann. Nur alles auf die schlechtmöglichste, ausgelutschteste Gammelart, die man sich vorstellen kann. Er lässt uns kidnappen und dann bekommt er einen Anruf von den Leuten, die er beauftragt hat, um uns zu kidnappen. Aber wenn das Telefon klingelt, dann ist er verängstigt und im Auto herrscht übertriebene Anspannung. Als würde ihn gerade ein Erpresser anrufen, der seine scheiß Hurenmutter als Geisel fest... Digga. Er sieht halt original so ein bisschen aus, gerade wie er lacht wie Shindy, sag ich ehrlich. Vielleicht hat John Webber auch Connections zu Shindy. Heute immer noch. Weiß ich nicht. Kann gut sein, oder? Weiß ich nicht. Sieh mal, alles gut. Wir verstehen das. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende.
Vielleicht ist es Shindy, oder? In der Anspannung, als würde ihn gerade ein Erpresser anrufen, der seine scheiß Hurenmutter als Geisel festhält und jetzt mit ihm seine Lösegeldforderung und die Übergabe besprechen will und nicht als hätte er etwas in Auftrag gegeben. Ist aber auch nicht weiter verwunderlich, dass talentfreier jämmerlicher Bastard, der niemals was in seinem scheiß Leben erreichen wird, nicht den allerbesten Gangsterboss darstellen kann. Denn im wahren Leben ist er Schlosser von Beruf. Talentfreier jämmerlicher Bastard. Er ist wirklich... John Webber ist jetzt immer, also gelernter Schlosser, logischerweise. Dann war die Zeile, Digga, ist nice. Die Zeile bei im Eierkind ist, du bist zwar Schlosser, doch ich hab dir alle Türen geöffnet von Sunny, auch crazy. Stimmt halt hinten und vorne dann. Allerbesten Gangsterboss darstellen kann, denn im wahren Leben ist er Schlosser von Beruf. Talentfreier jämmerlicher Basser, der niemals was in seinem scheiß Leben erreichen wird, hat im wahren Leben nichts zu melden. Obwohl, doch. Ihr könnt ihn anrufen, wenn ihr euch mal ausgesperrt habt von zu Hause. Ist teilweise auch wichtig. Ist alles schon vorgekommen, wird noch vorkommen und Schlosser werden immer gebraucht. Außer Türen gehen irgendwann irgendwie so durch Handabdruck auf oder irgendwie anders, ne? Dann weiß ich nicht. Zuerst ist er mich und das mit einem Double, das mir nicht mal ansatzweise ähnlich sieht. Und jetzt gebt euch mal diese bahnbrechenden, übertrieben heftigen Flow-Passagen. Nein, da bin ich raus, also da habe ich auch keinen Nerv mehr für. Ich sag euch ehrlich, da habe ich keinen Nerv mehr für jetzt. Für diese bahnbrechenden Flow-Passagen. Bruder, die waren so bahnbrechend, weil der einfach, keine Ahnung, der Flow hinten und vorne nicht gestimmt hat und einfach, keine Ahnung. Oh, nee. Julian lässt sich von Diego ein paar Parts verfassen. Fassen doch das bisschen Geld dafür, seine Bitch für ein paar Prada-Taschen auf dem Bazar gelassen. Oder hört, der hat doch ein bisschen was mit Musik zu tun, oder? Die Leute um ihn rum haben ein bisschen was mit Musik zu tun. Könnte man meinen. Sagt, Digga, hört der nicht, dass da einfach zu viel Silben drin sind, Bro, um das irgendwie einigermaßen rund zu flowen? Ich werde nicht zurückgehen, aber, ne, ihr habt sie alle gehört. Inhaltlich gibt es nichts, was man nicht schon tausendmal gehört hat. Diss-Tracks abgesprochen, Battle abgesprochen, San Diego und ich befreundet. Aber nur mal so ein paar Sachen in den Raum gestellt. Dass SpongeBoss jeden seiner Gegner zersägt hat, steht außer Frage, oder? Und was wäre rein theoretisch daran verwerflich, wenn ich jemandem, dem ich sehr viel Schaden zugefügt habe, eine neue Chance geben würde, um sich zu beweisen? Der wollte das Rap-Game revolutionieren. Chat, könnt ihr auch recht haben. Vielleicht ist er schon weiter als wir. Vielleicht ist er einfach schon auf der übernächsten New Wave, so, wisst ihr, was ich meine? Die erst in 2 Jahrzehnten kommt. Und auf einmal hören wir hier dem ab und denken so, boah, Digga, John Webber war eigentlich ein Genie. Also wenn San Diego SpongeBoss wäre, was man ja nicht so genau weiß, weil das ist ja alles ein sehr gut gütetes Geheimnis, und ich ihm gesagt hätte, mach doch einfach mal mit wie jeder andere, dann ist doch nicht gleich das Ergebnis abgesprochen, nur weil man sich kennt. Ich kenne viele Leute, die bei mir teilnehmen. Die Qualität seiner Runden sprechen eine sehr deutliche Sprache. Schisch! Hat einwandfrei gesiegt, egal wie gut ich mit ihm befreundet bin oder nicht. Man kann ja den Skill nicht faken, der nötig war, um alle zu bumsen. Talentfreier, jämmerlicher Bastard, der niemals was... Digga, hat wirklich halt Lippenstift. Wie, guck mal, da frage ich mich auch, wie kommt so ein verdammtes Bild zustande? In seinem Scheißleben erreichen wird, behauptet weiterhin, dass SpongeBoss 30 Wochen Zeit hatte, um sich auf seine Runde vorzubereiten. Ja, das klingt plausibel. Sehr authentisch. Das ist ja nur mehr als ein halbes Jahr. Magst du mir mal ganz kurz erklären, wie das genau abgelaufen sein soll, du Illuminatenverschwörungsspasti aus der Klapsmühle? Außerdem sagt er, mit der Vorbereitungszeit hätte jeder Gio gefickt. Nur mal so als Vergleich. Du hattest 2 Jahre Zeit für deinen 24-Minuten-Diss, hast... Stimmt, ne? Er sagt jetzt, er hat 2 Jahre lang dran geschrieben. Weiß man das genau? Hat er das... Er hat es wahrscheinlich nicht gesagt, wie lange er daran geschrieben hat, weil er würde sich mit jeder Information, was er über Hit'em Up noch preisgibt... Auch wenn er das Ding in 2 Tagen geschrieben hat, weiß man nicht, okay. Auch wenn das Ding in 2 Tagen geschrieben hat, das rechtfertigt überhaupt gar nichts. Gar nichts. Er hat ja auch ewig Zeit für das Ding gehabt, Digga. Er kackt's trotzdem komplett, Digga. Das ist doch nicht normal. Nur mal so als Vergleich. Du hattest 2 Jahre Zeit für deinen 24-Minuten-Diss, hast 3 Gegner mit riesigen großen Angriffsflächen und hast dich am Ende nur selber gefickt. Wo er recht hat, hat er recht, ich sag euch ehrlich. Ich sag das euch ehrlich. Er hätte es nie veröffentlichen sollen. Nie. Also, wem willst du jetzt hier irgendwas erzählen? Dann kommt was über meine tote, vergammelte Mutter. Wobei das Highlight mein eigenes Gelaber ist. Ich bin das Beste am Video. Ich bin echt enttäuscht von deinem Track bis jetzt. Ich dachte, du holst da richtig krasse Sachen raus. Also, wem willst du... Ja, das von Julian, weiß ich nicht. Man...
weiß ja, dass Julian teilweise einen Humor hat, das kracht, also dass, ne, dass dir die Lampen da ausgehen. Aber ich weiß nicht, wie er da über seine Mom geredet hat. Pff, schwierig. Du ficken, du kriegst keine mehr hoch. Denn Julian, Schwulien hat eine erektile Dysfunktion. Deswegen bevorzugt er statt Sex mit Mädels lieber dick zu blond. Dann kommt er damit, dass ich keinen hochkriegen würde. Und ich weiß auch genau, auf was er das bezieht. Aber talentfreier, jämmerlicher Bastard, der niemals was in seinem Scheißleben erreichen wird, ist leider ein talentfreier Bastard und wird niemals was in seinem Scheißleben erreichen. Deswegen weiß er nicht, wie er Dinge verpacken soll. Er bringt das so unauthentisch, unglaubwürdig, dass man gar nicht peilt, dass die Geschichte tatsächlich einen Funken Wahrheit beinhaltet. Ich werde euch jetzt mal die ganze Geschichte erzählen. Okay, Storytime. Jetzt geht's rund, jetzt geht's los. Oh je, Digga. Das war schon genug für mich, ich sag euch ehrlich. Es gab da mal so einen Abend. An diesem Abend beteiligt waren ich, der Arsch nennt sich immer zuerst, talentfrei, jämmerlicher Basser, dann... Ah, die Geburt des Eierkinds. Ach was, okay, okay, daher kommt der Name. Okay, okay, okay. Habt ihr mal so einen Abend. An diesem Abend beteiligt waren ich, der Arsch nennt sich immer zuerst, talentfrei, jämmerlicher Basser, der niemals was in seinem Scheißleben erreichen wird, drei andere Kerle, eine Fotze und 10 Gramm Koks, das ich bezahlt habe. Für 1000 Euro, du jämmerlicher, undankbarer Bastard. 10 Gramm Koks für ein Taui? Ich habe natürlich keine Ahnung, wie die Kurse damals waren, wie die Kurse heute sind. Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe damit nichts zu tun, keine Macht in Drohung an der Stelle. Interessante, aber ist schon direkt eine interessante Konstellation. Ist eine sehr interessante Konstellation, paar Kumpels und so weiter und so fort, bisschen, ne? Ja, eine sehr interessante Konstellation. Ey, jämmerlicher Basser, denn... Da ist schon irgendwas vorprogrammiert. 1 Gramm 100, Real Talk, crazy. Da ist schon Bullshit vorprogrammiert. Niemals was in seinem Scheißleben erreichen wird. Drei andere Kerle, eine Fotze und 10 Gramm Koks, das ich bezahlt habe. Für 1000 Euro, du jämmerlicher, undankbarer Bastard. 1000 Euro wäre auch eine Aufnahmesession, wo jemand dir gesagt hätte, dass du einfach komplett Offbeat rappst. Hättest du die 1000 Euro einfach... Ja, egal. Aber kommen wir zum Kern der Geschichte. Talentfreier, jämmerlicher Bastard, der niemals was in seinem Scheißleben erreichen wird, hat diese Schlampe organisiert. Eine Schlampe, 5 Typen, die waren natürlich dafür da, dass wir sie durchs gesamte Schlafzimmer penetrieren. Dajum. So genau wollte ich das jetzt... Bruder, Bruder, wie trocken er es einfach raus sagt, ne? Ach du Scheiße. Kriege ich das überall? Gut, es ist online auf YouTube, deswegen müsste ich das auch online bekommen. Ach du Scheiße. Eine Schlampe, 5 Typen, die waren natürlich dafür da, dass wir sie durchs gesamte Schlafzimmer penetrieren. Ist ja ganz klar. Ich muss ehrlicherweise zugeben, dass diese... Bruder, man muss sich halt vorstellen, ne? Also, ich habe so einen Anblick noch nie gesehen, aber 5... Bro, 5 Typen? Chat, 5 Typen? Eieiei, oh. Wie sie durchs gesamte Schlafzimmer penetrieren, ist ja ganz klar. Grün wird das Video bei Gott nicht. Also, weiß ich nicht. Ich muss ehrlicherweise zugeben, dass diese Schlampe ziemlich hässlicher Müll war. Da kam dann auch das Problem her wegen meiner Potenz. Ich habe halt eine gewisse Messlatte, was Schlampen angeht. Die dürfen nicht zu hässlich sein, zu fett, zu stinken, zu eklig. Bei talentfreier, jämmerlicher Bastard, der niemals was in seinem Scheißleben erreichen wird, da ist die Messlatte... Noch nie einen Erwachsenenfilm gesehen? So sieht's aus. So sieht's aus. So sieht's aus. So sieht's aus. Zu stinken, zu eklig. Bei talentfreier, jämmerlicher Bastard, der niemals was in seinem Scheißleben erreichen wird, da ist die Messlatte ein bisschen weiter unten. Du weißt ja genau, was jetzt kommt, aber die Leute, die wissen es noch nicht und die interessiert es bestimmt brennend. Ich verstehe auch gar nicht, warum du das nicht im Voraus ausgekontert hast. Du bist so ein jämmerlicher Vollversager. Wieso hast du nicht einfach gesagt, dass ich du warst an diesem Abend? Schon hättest du mein Leben gefickt. Also walten wir unseres Amtes und... Kein Erwachsenenfilm und keine Drogen, so sieht's aus. An diesem Abend. Schon hättest du mein Leben gefickt. Also walten wir unseres Amtes und scheppern diese hässliche Schabracke quer durchs gesamte Schlafzimmer. wie er das erzählt, ne, Digga, Bruder, auch seine Worte, diese Wortwahl, Bruder. Dass er beim Erzählen nicht irgendwie auch selber irgendwie anfängt zu lachen. Ach, scheiß drauf, Digga. Wie er das erzählt. Also walten wir unseres Amtes und scheppern diese hässliche Schabracke quer durchs gesamte Schlafzimmer. Und irgendwann sind nur noch talentfreie, jämmerlicher Bastard, der niemals was in seinem Scheißleben erreichen wird, und ich in dem Raum mit dieser Hure. Ich hatte nämlich immer noch ein paar Probleme mit dem Abspritzen, weil die war einfach so hässlich wie mein Arschloch. Verdammte Axt nochmal. Und was macht talentfreier, jämmerlicher Bastard, der niemals was in seinem Scheißleben erreichen wird? Er hat einen kleinen Analfetisch. Und das... Damn.
Was ist Anal-Chat? Talentfreier jämmerlicher Bastard, der niemals was in seinem Scheißleben erreichen wird. Er hat einen kleinen Anal-Fetisch. Und das ist auch gar nicht schlimm so. Er fragt sie dann, darf ich dich in den Arsch ficken? Und sie so, ja, wenn du mir das Arschloch leckst. Kenn ich nicht? Gut, gut, gut. Ja gut, es beruht hier auf Gegenseitigkeit. Es beruht hier auf Gegenseitigkeit. John Webber in dem Fall musste, ne, quasi den Einsatz geben. In dem Fall musste er ihr Arschloch lecken. Und danach hat sie die Tore geöffnet. Darf ich dich in den Arsch ficken? Und sie so, ja, wenn du mir das Arschloch leckst. Und was macht er? Er leckt ihr das Arschloch, während ich sie ficke. Oh, Digga, Digga, Digga. Also er lutscht da genüsslich an einem Arschloch rum, wo vorher 5 Männer, er selbst eingeschlossen, 1 Zentimeter entfernt, reingefickt haben. Ich will hier keine Scheiße erzählen. Wir haben natürlich alle Kondome benutzt, also da ist jetzt keine Wichse in ihr Arschloch gelaufen oder so. Aber trotzdem, selbst mit Kondom ist da Sackschweiß dran, Arschwasser, Schamhaare. Okay, Bruder, Bruder, okay. Ich habe in diese Schabrackenfotze sogar reingespuckt. Okay, okay. Und wenn sie auf dem Rücken liegt... Das wird niemals grün... Digga, das ist so weit weg von grün, Digga. Ich habe in diese Schabrackenfotze sogar reingespuckt. Und wenn sie auf dem Rücken liegt, dann läuft diese ganze Scheiße mit Fotzenschleimversuch versifft in ihr Arschloch. Aber das ist immer noch nicht das Schlimmste. Ihr müsst euch das so vorstellen, damit er... Das wird... Bruder, das ist mehr als dunkelrot, Digga. Ach du Scheiße. In ihr Arschloch. Aber das ist immer noch nicht das Schlimmste. Ihr müsst euch das so vorstellen. Damit er überhaupt an ihr Arschloch drankommt, musste sie nach oben gehen. Also ich rammel diese eklige Schabracke von unten. Ich bin nicht stolz drauf. Ich ficke diese Schabracke von unten. Und er leckt dabei ihr Arschloch. Und ich hab Schlepphoden, das weiß jeder. Und bei jedem Sturz... Oh, Bruder, ich weiß glaub, was jetzt kommt. Ey, bitte nicht. Bitte nicht, Digga. Das Video wird dunkelrot. Also das wird... Das wird nicht mal gelb, das wird... Nee. Und ich hab Schlepphoden, das weiß jeder. Und bei jedem Stoß, ich schwöre auf alles, schlägt mein Hodensack unten gegen sein Kinn. Bruder. Das führen wir ein. Das führen wir ein, Chat. Einfach so. Jeder weiß, was damit gemeint. Oh, was war jetzt? Alles gut, ja. Jeder weiß, was das wäre. Das macht diese Bewegung. Die mach ich wieder in. Glaubt es mir. Die Geburt des Eierkinds. Ach du Scheiße. Bodensack unten gegen sein Kinn. Aber das ist immer noch nicht das Schlimme. Ein Sub-Sound, genau. Wenn jemand subbt oder so. Nachdem wir alle fertig waren mit dieser Hure, chillt er alleine mit ihr im Zimmer und macht auf Romantik, auf Gefühle, auf Kuscheln mit einer Matratze. Mit einer durchgefickten, ekligen, hässlichen Matratze. Und jetzt habe ich 2 Fragen an dich, Bastard. Erste Frage. Als ich so deine feste Freundin, ich hoffe, es hat noch mit euch geklappt, als ich so deine feste Freundin vor deinen Augen weggefickt habe und du ihr das Arschloch geleckt hast, mit Sackschweiß, Arschwasser, Schamhahn von 5 Männern plus meiner Spucke in deiner dreckigen Snitchfresse. Bruder, er hätte einfach diesen Julian-Part komplett rauslassen sollen. Und diese Erektionsschwäche und sowas, Bruder. Unter solchen Umständen kann man das teilweise auch verstehen. Ah, Bruder, Bruder, Bruder. Ich mache wirklich den neuen Sub-Sound, das ist wirklich so. Und nicht als Video, ich nehme das so auf. 3-mal fertig. Und meine Eier so gegen dein Kinn geklatscht sind. War das der Moment, wo du beschlossen hast, dass du es mir heimzahlen willst? 2. Frage. Hat es sich gelohnt? In dem Fall nicht. Kommen auch bald die PA-Reactions auf den Sunny. Oh, stimmt. Wollte ich eh noch fragen. PA, Sunny, die Diss-Tracks und so weiter und so fort. Habt ihr Bock drauf? Kommentiert das gerne mal auf YouTube und hier auch in den Chat, wenn ihr Bock habt. Ich denke mal, wir werden es auf jeden Fall machen. Eierkin.
Danach geht der Diss-Track weiter mit Juri und da will ich gar nicht so viel zu sagen, weil der gute Juri... Machen wir auf jeden Fall, Chat. Machen wir. Hat er selber noch einiges zu sagen. Aber so viel, Eierkin hat nicht nur gerne Eier am Kinn, sondern er zeichnet hobbymäßig Telefonate auf. Guck mal, die wollen in keine Videos für mich investieren, also es wird gar keine... Guck mal, die wollen in keine Videos für mich investieren, also es wird gar keine Videos von mir geben und keine Interviews. Videos mehr von mir geben und keine Interviews und gar nichts mehr. Weißt du was, ich meine, ich werde ein Album rausbringen, aber ohne Videos. Oh, Album ohne Videos, heute undenklich. Unerdenklich? Ach, ihr wisst, was ich meine. Aber irgendwie tut mir dieser Möchtegern Donny Brasco NSA-Informanten-Snitch-31er-Spaß. Digga, was sind denn für Worte, Digga? Mir dieser Möchtegern Donny Brasco NSA. Unvorstellbar. Ah, Chat, wusste ich. Undenkbar, ja, ich wusste, Chat, alles gut. Ey, Informanten, Snitch, 31er, Spasti, auch ein bisschen leid, ne? Da hat man so viele Mikrofone, so viele Abhörmechanismen. Aber selbst alle Mikrofone auf der ganzen Welt nützen nichts, wenn man nichts drauf hat, wenn man davor steht. Das stimmt. Yo, Dima. Muss jetzt nicht sein, oder? Muss nicht sein. Mein guter alter Freund Dima. Dann kommt das Finale von Eierkin. Und das geht gegen San Diego. Und was fällt dir überhaupt ein, deinen eigenen Vater zu dissen? Und was fällt dir überhaupt ein, deinen eigenen Vater so wack zu dissen, Eierkin? Dein Vater schämt sich. Dein Vater hat dir 10 Jahre lang versucht, Rap beizubringen und du triffst nicht mal den Takt. Fehlgeschlagene Erziehung, würde ich sagen. Julian könnte dich beleidigen, ohne dich zu beleidigen. Bruder, perfekt auf den Punkt gebracht. Eierkin. Und was er dann labert, ist ganz großes Kino. Er sagt, dass seine Hauptmotivation für seinen Diss ist, dass San Diego mit Juri cool ist. Zwei Leute, die sich von ihm abgewendet haben und dann cool miteinander geworden sind. Ist das nicht seltsam, dass sich alle so schnell es geht von dir verpissen wollen, sobald sie rausgefunden haben, was du für eine Ratte bist? Aber es ist natürlich deren Schuld, dass keiner mit dir abhängen will. Der arme Junge, mit dem niemand spielen will. Wenn sich alle von einem abwenden, dann liegt der Fehler möglicherweise an einem selbst und nicht an anderen. Dann behauptet er, dass Diego sich was einreden lässt von der, Zitat, gierigen Mutter seines Kindes. Bravo! Dafür hast du Stiche verdient. Ohne Scheiß, du hast mit Dima, seinem Sohn, seiner Frau, auf dem Kindergeburtstag von seinem Sohn gechillt. Hast du eigentlich noch einen Funken Anstand in deinem Misskörper, du Bastard? Also die gierige Mutter von Diegos Kind hat dafür gesorgt, dass Diego von Selfmade Geld sehen wollte und die Verantwortlichen vor Gericht gelandet sind. Weiter wird gesagt, dass Diego ein undankbarer Bengel ist, der wegen Machtkämpfen dafür gesorgt hat, dass Kolle sich abwendet. Dann sagt er, dass Diego im Unrecht war, aber er ja so selbstlos gewesen wäre, sich auch gegen Kolle zu stellen. Und das erkläre ich euch jetzt. San Diego hat sehr viel am Album Boss Aura mitgearbeitet und Kollege hat damit sehr viel Geld verdient. Es gab einen Vertrag, dass San Diego Geld für seine Arbeit bekommt, aber Selfmade hatte gar nicht vor, ihn zu bezahlen. Ach was. Okay, jetzt wird's kompliziert. Ich dachte, Sponge wäre John Webber. Das heißt, Sunny ist John Webber. Aber jetzt ist Sunny auch Kolle. Hä? Jetzt ist vorbei bei mir. Jetzt ist vorbei. Deswegen musste San Diego sich das Geld einklagen, um für seine Familie zu sorgen. Ich weiß beim besten Willen nicht, wo Diego da jetzt im Unrecht ist. Okay, für Boss Aura hätte er die Todesstrafe verdient, aber Arbeit ist Arbeit und für Arbeit bekommt man nun mal Geld. Auch wenn's scheiße ist. Und dass sich Eierkin gegen Kolle gestellt hat und loyal zu Diego war, ist Blödsinn. Er kam ohne Diego nur nicht mehr an Kollegas Schwanz dran, weil Diego und Kolle Freunde waren und nicht Eierkin und Kolle. Das heißt, er musste sich ganz fest an Diegos Schwanz klammern und hoffen, dass die sich irgendwann... Bro, auch diese Edits, ne? ...wann wieder vertragen. Sich an Schwänze zu klammern, fällt einem, der gerne Eier am Kinn hat, aber bestimmt nicht sonderlich schwer. Aber zum Glück hat er ja jetzt seinen neuen Ghostwriter Shindy. Rob Banks, das ist... Ach so, Rob Banks, nicht Shindy, okay. Das billige Shindy-Plagiat in seinem Video, durch den er dann 2015 wieder an Kollega Schwanz dran gekommen ist. Außerdem hat billiges Shindy-Plagiat den gesamten Diss geschrieben, weil San Diego ja nicht mehr zum Texten da ist. Nur leider kann billiges Shindy-Plagiat anscheinend nicht so gut vorrappen, denn sonst wäre Eierkin zumindest hin und wieder mal ansatzweise im Takt. Das stimmt. Das stimmt. Die Boss-Aura-Analyse von Julian musst du unbedingt schauen. Da wird Sunny so hops... Echt jetzt? Real Talk? Das erfreut die BBM-Fans aber bestimmt nicht. Ja, mehr gibt's dazu eigentlich nicht zu sagen. Todes-Wacke-Flote, Offbeat-Wayne-Scheiße des Jahrtausends. Ist dir das nicht peinlich? Ist das wirklich alles, Mann? Dafür hast du 2 Jahre gebraucht, das war die Vollblamage. Vollblamage. Ohne Scheiß. Digga, überlegt euch mal, du hast 2 Jahre Zeit, ne? Überlegt euch so. Ich weiß gar nicht, welcher Stempel besser zu dir passt. Dass ein kaputter Wäschetrockner öfter den Takt trifft als du, dass du NSA-Abhörspezialist bist, dass du eine Fame-Hure bist oder dass du öfter Eier am Kinn hast als Peter Griffin. Aber eine Sache weiß ich mit absoluter Gewissheit. Du bist ein talentfreier, jämmerlicher Bastard und wirst niemals was in deinem Scheiß... Ach, danke, Digga. Wiederhol nochmal ganz kurz. Mit absoluter Gewissheit.
Du bist ein talentfreier, jämmerlicher Bastard und wirst niemals was in deinem Scheißleben erreichen. Hab ich so heute noch nicht gehört. So Leute, tut mir jetzt bitte allen Gefallen, teilt dieses Video, ladet es runter, ladet es bei euch selber hoch, ihr dürft es auch monetarisieren, macht Fotos von Eierkind. Okay, warte mal. Okay, jetzt hat er quasi indirekt gesagt, dass es doch grün werden kann. Weil, okay, er hat es aufgenommen und wusste noch nicht, dass es vielleicht doch nicht grün wird. Weil Monetarisierung heißt, also Monetarisierung, Werbung, Geld, Werbung, grüne Videos. Ich kann es also auch monetarisieren. Also es wird doch grün, Chat. Yes! Schreibt Sprüche, er will unbedingt berühmt sein. Das ist doch der Grund für diesen Diss-Track. Er will Fame sein. Lass uns jetzt alle gemeinsam Eierkin Fame machen. Dieses Shirt bekommt ihr in der ausgeleierten Fotze von Eierkin Fame. Das wird 100% gelb, safe. Im Machen. Dieses Shirt bekommt ihr in der ausgeleierten Fotze von Eierkins Hurenmutter. Die ausgeleierte Fotze von Eierkins Hurenmutter kann man nämlich problemlos betreten. Ich benutze... problemlos betreten? Die ausgeleierte Fotze von Eierkins Hurenmutter als Lagerhalle für meinen gesamten Merch-Bestand. Und Eierkin, glaub mir, wenn ich es dir sage, mein Merch-Bestand ist ziemlich groß im Gegensatz zu deinem. Denn ich habe was erreicht. Digga. Hätte der einfach Hit 'em up, Bro. Hätte einfach Hit 'em up bei Tupac gelassen, ich sag euch ehrlich. Rest in Piss, Eierkin. Also das alles gibt's in... Ihr wisst schon. Das alles, holy shit. Bring dich um. Als positiver Merch. Bring dich um. Tolben Bloons ist ein... Ich will... Bring dich um. Sehr, sehr positiver Merch, ich sag euch ehrlich. Gut, das war die HS-Analyse. Ich möchte gar nicht viel sagen. Video geht schon lang genug. Es war ein Genuss. Es war sehr unterhaltsam, sehr lustig. Und vor allem von dem lieben Julian sehr auf den Punkt gebracht, würde ich mal so sagen. Ich würde zu meinen Videos nicht so nach außen kommunizieren, einfach weil ich Angst habe, dass ich kein Geld verdiene mit dem Video. Und das kann ich mir beim besten Willen nicht leisten, Chat. Ich sage euch, wie es ist. Und damit ein wunderschönes Wochenende. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Peace.